Und die Rüstung, die tolle hier, habe ich auch angezogen. Deswegen sind wir jetzt auch bei 35 Rüstung. Aribev hat das tolle Schild bekommen und den dicken Plattenpanzer mit 7 plus 7. Das epische Gesundheitsamulett hat sie bekommen. Den Ring der Macht hier. Och, die hat so viel Zeug bekommen. Noch den Gürtel der Stärke plus 5 hier. Noch Handschuhe mit Stärke plus 2. Resistenzumhang, einfach mal universelle Rettungswürfe plus 5. Also, wir sind alle sehr, sehr, sehr viel stärker und schöner und besser und alles Hammer. Und überhaupt. Der Weg wird von den Statuen versperrt. Was machen wir denn da? Ob wir dafür vielleicht mal unser Spezialamulett wieder rauskramen? Nee, verkehrt, das hier benutzen. Was könnte uns hier was nutzen? Vielleicht in einen Pixie verwandeln und dann zwischen den Statuen durchfliegen? So geht es nicht. Nein? Nein, das ist nicht die richtige Antwort. Toll, wir haben kein Inventar als Pixie. Ja, Verwandlung aufheben, bitte. Und die Statuen vielleicht kaputt hauen? Als Erdelementar. Zack. Bewegung. Ja, hallo. Beweg dich doch. Hallo? Nö. Ja. Um was Ups, geht es? Entschuldigung. Ich wollte dich nicht anklicken, Ari. Ach, hier ist auch noch was. Sehe ich gerade. Oh, dann könnte dort die Antwort sein. Hallo? Eine Ratte? Oh, Spuren und ein kleines Loch. Ihr stolpert über viele staubbedeckte Spuren von Nagetieren. Aha, ein kleines Loch. Tja, bla bla, durch das Loch schauen. Etwas glitzert in der Dunkelheit hin. Gold? Augen von Ratten? Ein versteckter Feind. Die Dunkelheit macht es einem schwierig. Ich würde sagen, hier, Pixie-Verwandlung, oder? Mein Gepäck ist zu Ein schwer. kleines So Loch. geht es Bla nicht. bla, durch das Loch fliegen. Da da da, da da da. Und den Hebel umlegen. Ihr seid zu klein, um diesen Hebel zu bedienen. Ja, dann ändern wir das doch. Zack. So ist besser. Ha. Oh, sieh an. Unser Weg öffnet sich. Sehr schön. Hier ist noch ein Rattennest. Hallo? Seelentrinker. Was bist denn du, ein Bastardschwert? Oh, lecker. Findet man einfach mal so hier im Rattennest. Man glaubt's ja nicht. Wahnsinn. Na, warum auch nicht? Ich meine, man kann es gebrauchen, oder? Und wieder zurück. Mein Pixie-Verwandlung. Gepäck ist zu schwer. So geht es nicht. Durch das Loch fliegen und sehr schön. Direkt nochmal was zum Verkaufen. Das wird wohl auch mehr als 15.000 wert sein. Da habe ich kaum Zweifel. Also ja, oh, ausgeruht habe ich mich jetzt nicht. Habe ich mich nicht ausgeruht nach dem Level? Sauerei. Hoppala. Tja, sowas wie epische Zauber werde ich wohl nicht mehr erlernen, glaube ich. Sieht nicht danach aus. Die kriegen anscheinend nur Magier oder so. Tja, aber man kann mal schauen, ob wir jetzt hier noch neue Slots haben vom Level Up. So, ne. Sieht nicht danach aus. Nö, ich glaube, das wäre es auch schon gewesen. Na, dann holen wir uns unseren Elementar. Waffengrad, so das Grundlegendste, was uns alle betrifft. Und natürlich die Weisheit, damit wir besser schießen können. Und das war's. Dann schauen wir uns mal dort drin um. Wo kommen wir denn jetzt hin? Grabstätte des Rätselstellers. Oho. Nicht uninteressant. Hallo. Aha. Meint ihr? Haltet ihr das für sinnvoll? Ehrlich? Na, dann tut ihr mir leid. Ehrlich. Ja.
Er ist jetzt schon verletzt. Wir haben doch noch gar nichts gemacht. Okay, es lohnt sich gar nicht, so viel zu zaubern bei denen. Die können überhaupt nichts. Gut, sie können gut austeilen, das lasse ich ihnen. Aber sie halten nichts aus. Die zerlegt es ja schon fast von alleine. Naja. Das war jetzt nicht so enorm. Regeneration auf mich, kleine Heilzauber und dann ist gut. Hi, Überreste. Oh, Geld. Und tolle Feuerpfeile. Eine Statue. Wovon? Auf dem Sockel ist etwas eingraviert. Die Inschrift lautet: Stein an Stein dreht sich der Stein. Blitz an Blitz verlöscht der Blitz. Aha. Interessant. Hebel. Zack. Aha. Dann beamt's uns hier lang, oder wie? Jetzt sind wir wieder zurück. Und hier sind wieder neue Rätselstelle aufgetaucht. Auch interessant, warum nicht? ...266 Erfahrung. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Setzt dieser Bosheit ein Ende! Ach so. Die Pfeile verändern sich. So ist das. Schon verstanden. Warten, bis der Pfeil sich ändert. Aber nicht in diese Richtung, dankeschön. Aribeth, du stehst da etwas dumm, muss ich sagen. Hey, wo kommst du her? Noch einmal. Zack, hier. Okay, ja, das funktioniert soweit. So, dann jetzt gleich direkt. Ja, hier. Zack. Okay, ja, von hier aus nach rechts funktioniert ja nicht. Das heißt, wir müssen... Da ist ein Gefallener. Hallo. Kann man ja mitspielen derweil, nicht? Dann will ich noch eins nach oben. Yep, hier lang. Zack. Ja, und gerade hier lang hätte ich dann gewollt, aber egal. Müssen wir halt nächste Runde. Gleich haben wir es ja schon wieder. Oh, ja. Und okay, hier sind wir angekommen. Und hier gibt es wieder neue Rätselstelle. Oh ja. Seltsame Gegner. Irgendwie. Zack. Neue Statuen stehen hier auch rum. Was sagen die uns Tolles? Stein an Stein dreht sich der Stein. Blitz an Blitz verlöscht der Blitz. Ah ja. Die drehen sich, aha. Dann schaut mal bitte alle die Tür an. Das halte ich für sinnvoll, ha? Schaut das? Ja, das schaut zur Tür, genau. Na, geh schon. Du drehst dich falsch rum, du scheiß Ding. So, und... Oh. Also irgendwas passiert schon mal. Warum liegen hier auf einmal Überreste? Waren die eben schon die ganze Zeit hier? Ich denke, wenn ich den Hebel umlege, fangen die Statuen an, Blitze zu schießen und lösen das Kraftfeld auf. Das ist doch wahrscheinlich, oder? Sehen wir nach. Hallo? Hallo? Aha. Ja, und jetzt? Das hat nicht funktioniert. Ihr habt wohl irgendetwas falsch gemacht. Ah. Ich will nach dem Geräusch jetzt hören. Oh, da kommt das Geräusch wieder. So, und jetzt.
jetzt nochmal, dann kommt's hier, oder? Ja. Es sieht nicht so aus, als ob ihr durch diese Blitzbarriere hindurch könntet. Tja, doof. Das hat nicht funktioniert. Na toll, und wo hängt's? Soll ich es genau umgekehrt machen, oder was? Nein. Ach, ganz ruhig. Sollen die Dinger mit dem Arsch zur Tür zeigen? Warum nicht? Der kraftfeldauflösende Strahl schießt den Statuen eben aus dem Arsch raus. Ist auch okay. Warum denn nicht? Okay, so. Also Leute, Arschpower aktivieren.